nur ich überlebt. Oh Gott, Alter. Okay, der Dantnan, er ist das komplett. Alle Überlebenden in diesem Zug, alle tot. Ach du Scheiße. Alle tot. Krieger hat es geschafft. Noch wahrscheinlich Nikolai. Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze! Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in etwas anderes zu schieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wie sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair? Gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Minengranaten. Nice. Schön. Nochmal Minengranaten. Cool. Okay. So, die packen wir mal erstmal hier ein. Die packen wir auch ein. Der ist nicht mehr vonnöten. Das kommt auch erstmal raus. Okay, wir haben die Shotgun bei, wir haben die Pistole bei, wir haben noch ein bisschen davon bei. Das ist auch in Ordnung. Okay, cool. Oh, hello. Na super, ja, 2000 Leute hier unterwegs, ey. Ach du Scheiße, ja, nicht mal wenig. So. Oh, okay. Ein Schuss, na, hat ja natürlich eine schöne Streuwirkung. Tatsächlich geht von der Pistolenmunition relativ viel drauf, denn, ne? Ah, und draußen. Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Ah, ich bin da, ja. Mann, Alter. Haben wir eine Map? Nee, haben wir nicht. Okay, dann schauen wir uns das hier mal kurz noch ein bisschen genauer an. Schön, schön, schön. Pistolenmunition. Die Uhrturmbroschüre. Uhrturm St. Michaels. Der Uhrturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Es ist zu einem geliebten Wahrzeichen geworden und gilt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaute diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen.
Er ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden. Und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde die St. Michaels Grundschule 1978 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gebäude erlassen. Jahrelang war dieses einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990ern arbeitete die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wiedereröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Yep, 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 yep. Yep, yep, yep. Okay. Ja, da sieht man halt einfach mal, dass Umbrella hier wirklich in der kompletten Stadt irgendwie Finger mit überall drin hat irgendwie und so tief verwurzelt ist. Allein schon durch die Korruption mit dem Bürgermeister, das ist schon schwierig, diesen Einfluss nachher zu brechen, ne? Was erfahren? Ein grünes Kraut zum Mitnehmen. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Schade. Okay. So, könnt ihr spüren. Der kann nicht mal schwimmen. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Ach, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Nicht bereit! Fernsehen ein bisschen. Alter. Spring! Ja, nee, ist klar. Irgendetwas. Thank you.
semi-gut. Sprengsätze, irgendetwas. Granaten, ja. Hallo, lädst du den Zeitdruck nach? Okay, dann mal los. Verreinke! Gut, also haben wir uns das jetzt mal gerade wieder absolut unnötig schwer gemacht, irgendwie, indem wir nicht den Granatwerfer genommen haben. Bist du noch da? So eine Scheiße. Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Nochmal. Nein. Guck dich doch erstmal nochmal um da. Das ist voll uncool. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine.